Hallo alle zusammen! Vegetarier können es sich auch leisten, Burger zu essen, denn Schnitzelbohnen und Kichererbsen passen gut dazu. Zwiebel und Paprika zum Braten hacken. Schneiden Sie Kräuter, Gurken, Tomaten und Zwiebeln. Gießen Sie im Voraus gekochte Kichererbsen, fertige Bohnen und Mais in ein Glas und hacken Sie alles klein mit einem Mixer. Alle Zutaten mischen. Salzen, die Cracker hinzufügen, Knoblauch auspressen und alles wieder mischen. Wir formen Schnitzel und Braten in einer Pfanne von beiden Seiten. Wir machen die Soße aus Mayonnaise und Ketchup. Burger setzen. Ich freue mich sehr, dass Sie meine Videos anschauen. Ihre Kommentare und Likes würden mich sehr freuen. Abonnieren meinen YouTube-Kanal.